Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Because Gaming is Fun. Mit dabei, wie immer, Sascha, der darf ja nicht fehlen. Oh ja, hallo zusammen. Und wir sind immer noch an unserem gegenwärtig, würde ich fast sagen, Lieblingsprojekt dran, ne? Formel 1 2014, die Koop-Meisterschaft läuft, ist in vollem Gange, es steht an Rennen 4 von 19, der große Preis von China. Oh ja. Und diesbezüglich wollen wir die 2013er Version mal ein bisschen im Ergebnis verbessern. Oh Gebe ich jetzt ja. mal so vorsichtig aus, ne? Oh ja. Lief im Testrennen schon echt gut. Also, ich bin Erster geworden, Sascha Vierter. Aber da haben wir auch gute Platzierungen im Qualifying, im Trockenen erfahren und haben hinterher ein richtiges Regenrennen gehabt und haben uns einfach an der KI am Start vorbeigemogelt und sind dann durchgefahren. Was? Vorbeigemogelt? Vorbeigemogelt. Das wüsste ich aber. Wir haben sauber überholt. Ja. Moment, Ne? waren wir jetzt ein oder zwei nach rechts? Wir waren Zwei. zwei nach rechts. Zwei. Zwei. Wir waren zwei nach rechts. Alte Schwede, zwei. Das ist doch total bekloppt. Aber gut. Das ging es auch gerade gut, Ja, oder? ja. Wirst du sehen, das wird jetzt schlecht laufen. Ich sag's dir. Alter, wenn du schon so anfängst, Alter. Mann, 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 Mann. Qualifying, go, 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 yeah! Oh ja. Oh. Boah, mein Controller vibriert schon, weil ich so weit rausgekommen bin. Und schon wieder zieht der Rosberg davon. Jo, mir auch. Richtig durchdrehende Räder. Aber das ist halt, weil wir am Ende richtig aufholen. Wie vorhin auch auf der langen Geraden waren wir plötzlich wieder dran. Aber ich bin jetzt noch nicht mal sonderlich weit weg. Weit weg mich auch nicht. 0,4 Sekunden. Ja, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen können. Da muss ich mich zu sehr auf die Strecke konzentrieren. Ich glaube, bei mir war es 0,464 oder so. Also. Denn diese langgezogene Kurve kriege ich auch wieder nie hin. Ui, das war jetzt nicht so gut, da habe ich Zeit verloren. So, wann kommt die zweite Sektorzeit? 1,4. 1,36. Für mich ist es wirklich genau 1,4, also 1,44. Oh, shit! Ja, gut, das war's. Was war's? Hast du dich gedreht? Ja, nein, aber. Na, von der Strecke weg. Da erstmal wieder zurück. Da verliert man zu viel Zeit. Ich schätze mal, jetzt bin ich bei 2,5 oder sowas. Na, mal gucken. Ich fuhr gerade noch ein bisschen auf der Geraden auf, aber wirklich Ja, viel ich auch. muss ich jetzt auch nicht mehr tun. Obwohl auch wieder ordentlich rangekommen, aber vorhin noch bin ich ja von 3 gestartet, das ist diesmal nicht drin, fürchte ich. Ich denke mal, es wird sowas wie 10, 11 oder sowas werden jetzt. Letztes Mal hast du auch den Pinöppel mitgenommen, du. Das war's. Das war's ja, 10. 10 und 12. Oh, Das war direkt gar nicht so schlecht. hintereinander. Direkt Oh ja. hintereinander. Das war Oh. das totale Chaos. I smell epicness. Und Regen. Und Regen. Weißt du das? Nein, sag ich jetzt So, einfach. Junge. Von Sascha auch. Ich hab das auch im Rennen betrieben. Im Rennen betrieben. Einmal bumm, blauer Reifen, Regen. Nein. Will er mir hier die Schuld in die Schuhe schieben? Als wenn ich daran schuld wäre. Halt daran fest, du hast geschworen, du bist selber schuld gewesen. Oh, sieht trocken aus, ja. 0% Regenwahrscheinlichkeit. Gott sei's gedankt. Okay, Rennstrategie. 14 Runden und in Runde 6 soll ich auf die härtere Mischung. Okay, dann halten die Weichen ja echt nichts aus. Boah, das ist so lang dann. Na gut, dann fahre ich halt 8 auf dem harten und 7, 6, 5 auf dem weichen. 6, 5. Was sagst du? Ja, bei mir ist 7-7. Also in Runde 7 auf die Harte. Ja. Ich lasse es so. Ja, ich denke ich auch. Weil in derselben Runde ist scheiße. Wir sind dafür auf meistens nicht weit genug auseinander. Richtig. Wenn du nicht wieder Hülkenberg abräumst. Ich gebe mein Bestes. Dann dürftest du diesmal auch weiter wegstehen, ne? Glaube ich. Weiß ich gar nicht, muss ich gestehen. Ich auch nicht, aber. Versuche einfach diesmal niemanden abzuräumen. Ja, auf jeden Fall. Und Beide dahinter ist er. rechts. Oh, Sascha. Da vorne ist. Nee, das ist Perez. Das ist Hülkenberg, auf 8 ist Hülkenberg. Auf 8? Ach so, vor dir. Ja, komm, geht's jetzt auch mal los.
Oh, ich glaube, das war ein guter Start. Das war ein guter Start. Nee, bei mir nicht. Beziehungsweise die von hinten überholen mich nicht, aber Perez hat einen besseren Start. Ich versuch's mal außen hier. Oder in einem. Oh, rein können. Ei! Ui! Da hab ich den Hülkenbergwander schon wieder abgeräumt, du. Oh, Ricciardo, Alter. Oh! Grischi! Alter! Oh, Scheiße, ich muss den Platz wieder zurückgeben. Okay. Wie im Testrennen. Aber nein, Hülkenberg ist vor mir. Das ist ein schlechtes Omen. Aber den schnitzen wir noch hier vorbei. Vor der Kurve. Ja. Genauso wie Magnusson, jetzt bin ich auf 7. Sehr gut. Aktualisiert man Statistik nicht. Dann bin ich immer noch auf 9. Nee, jetzt. Sehr gut. Du Vettel von außen überholt, Junge. Ich hab viel zu viel Tempo. GZ. Da hinten ist der Sascha schon. Oh, diesmal führt doch Hamilton das Rennen. Das ist das erste Saisonrennen, was Rosberg nicht gewinnt. Ja, das muss nichts heißen, du. Das ist wahr. Wie ich diese Kurve nie hinkriege hier, das ist echt schlimm. Ich auch nicht. Absolut nicht. Aber vor allem eben hatten wir Regen, weißt du, und die KI hat uns fast überholt. Jetzt hat die KI bald DRS. Ja, Alter, wie schnell ist denn der Vettel? Junge, ich habe ein Setting 2 nach rechts. Auch voll vorbei. Was ist denn hier los? Oh ja. Ich habe mir vorgenommen, diesen Pinöbel 14 Runden lang stehen zu lassen. Bin noch nicht sicher, ob es klappen wird, aber ich habe es mir fest vorgenommen. Also ich klebe Alonso am Arsch, 0,37 Sekunden. Sehr gut. Jetzt ist er mir zu langsam. Oh Gott! Was tust du? Ich fahre ihm beinahe auf den Arsch rauf. Weil er zu langsam ist, ey. Lutscher. An ihm vorbei. Jawohl, GZ. Jetzt kommt. Ja, wer ist denn das da? Und vor Ricciardo bin ich schon. Vergesst meine Bedenken aus der zweiten Folge, dass ich nicht konkurrenzfähig bin im Williams. Das lübt. Oh ja, der Williams liegt aber auch geil auf der Straße. Also gefällt mir echt gut. In der Tat. Oh, aber ich komme Ricciardo nicht wieder an mich ran. So, mal gucken, ob Alonso jetzt auch so viel schneller ist als ich. Genauso wie Vettel. Ja, der kommt ordentlich angeballert wieder. Ist Ricciardo an dir vorbei? Nein. So. Er versucht, aber er wird nicht. Ich nehme die Innenseite für mich. Richtig so. Knüppel! Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Nee, er stand noch. Ich habe ihn abgeräumt. Fuck. Nee, alles gut. Ich kann mein Auto überhaupt irgendwie auf der Straße treiben, weißt du, Ricciardo, ich komme einfach nicht weiter weg von ihm und nicht dicht daran an Rosberg vor mir. Ja. So, und diese Kurve ist die ich immer verkacke und deshalb kommt die KI auch dazu, an der Start-Zielgeraden voll anzugreifen. Start-Zielgeraden, hier auf dieser langgezogenen Geraden. Ja. Ist bei mir genauso. Jetzt ist Ricciardo weiter weg, aber es wird trotzdem im 1-Sekunden-Fenster sein. Das heißt, er kriegt jetzt DRS, das heißt, ich krieg jetzt ein Problem. Jawohl. Alter, ja, Alonso. Jo. Hi, ciao. Alter Schwede, fick dich. Hier, du ziehst vor mich. Oh! Alter!
Da kommen sie alle! Alter, da zieht der 10 Meter vor dem Bremspunkt links vor mich, ey! Krieg einen Schock meines Lebens! Alter! Schnellste bisherige persönliche Rennrunde, 1:42.291. Fand ich grad nicht. Oh, das war schlecht! Glück gehabt. Was hast du dazu? 1:42 was? 291. 1:42.6. Okay. Da habe ich die Schnecke ganz schön versaut. Bin ich voll weit rausgekommen, hätte Ricciardo mich fast innen überholen können. Boah. Aber irgendwann wird ja außen zu innen und innen zu außen, also deshalb ging das noch. Ja, das stimmt. Hatte ich Glück. Aber schneller ist er trotzdem eindeutig als ich. Wobei auch nicht so sehr, also Hamilton zieht auch jetzt nicht übermäßig davon und Rosberg. Ja, oh fuck, Vettel klebt mir direkt am Arsch. Was, du bist schneller als der Fahrer vor dir, versuch ihn zu überholen. Welches, ich weiß ja nicht, welches Rennen der Renningenieur guckt, aber das ist nicht das, was ich gerade fahre. Und nächster Angriff von Ricciardo, diesmal ist er dichter dran. Ja, mir wird auch Vettel wieder an mir vorbeigehen, aber ich hoffe mal, innen kann ich ihn gleich wieder zurückschnappen. Ja, Vettel hat auch DRS offen. Alter, wie schnell der ist! Oh ja. Aber wenn man die Innenseite zumachen kann, geht das eigentlich alles. Ja, diesmal war's knapp, du. Da konnte ich mal da nicht rechts rüberziehen. Gibst du in der Schnecke eigentlich überhaupt Gas? Ein bisschen. Ich hau manchmal den Stick nach vorne und wieder zurück. Aber meistens lasse ich ihn sogar am Ende. Also ich bremse am Anfang halt viel, ne? Ja. Und dann lasse ich irgendwann nur noch rollen. Also ich gebe weder Gas noch Bremse. Ja. Genauso mache ich das eigentlich auch. Weil ich in der Schnecke fast immer im gelben Bereich bin von der Ideallinie her. Und ja, genau. Das ist ja an sich rollen lassen. Richtig. Meine Hinterreifen sind zu kalt. Ja, was soll ich da jetzt machen? Mal wieder. Wie ich einen kleinen Wheelspin aus der Kurve. Unfreiwillig. Oh oh, Ricciardo kommt. Na, Vettel klebt mir auch direkt am Arsch. Und ich schwitze an den Fingern, das ist widerlich. Ich hab Schiss, dass mir gleich der Controller aus der Hand fliegt. Solange nicht der Arsch schwitzt. Du, wenn du wüsstest. Nein, Quatsch. Ja. Bitte erzähl mir mehr. Oh Gott, wie dicht Ricciardo dran ist. Jetzt geht er vorbei. Alter, wie ich keine Schnitte habe. Oh, wie Vettel da rankommt. Aber ich habe genug Vorsprung. Das schafft er nicht. Eiskalt vorbeigedrängelt wieder. So, ich meinst du? Ja. Ja. Ja, so lasse ich mir das. Und doch dadurch nicht bin ich jetzt nicht da rangekommen. I like. Ja, es kostet mich auch richtig Zeit hier. Rosberg ist richtig weit weggezogen. Oh, 1:42.268 jetzt. 1:42.237. Verdammt. Oh, fuck. Uiuiuiui. Oh. Was war das? Ich hab einen richtigen Quersteher gehabt. Einen richtig übel. Ja, Quersteher. Das hab ich gesehen. So wie du gerade? Ja. Alter Schwede, klebt er dir am Arsch. Oh ja. Alter, jetzt sind wir in den Reihen. Lol, er hat sich den Frontflügel abgefahren an dir. Nee, noch ganz. Keine Strafe für dich? Nein. Okay. Okay, mein Renningenieur sagt gerade, beim Auto hinter dir ist der Frontflügel beschädigt, sieht aber nicht dramatisch aus. Ja, sag ich ja. Ja. Ja, meine Linie war rot, ich musste bremsen mit der Knöpfe voll innen rauf. Boah, Alter, jetzt nochmal einen Angriff von ihm abwehren. Aber jetzt sollte er auf jeden Fall einen Ticken langsamer sein. Ja, wenn es nicht wirklich schlimm aussieht, dann macht das meistens noch nicht. Boah, es waren eigentlich schon ordentlich Teile, die da abgeflogen sind. Okay. Ich sehe das ja nur im Rückspiegel, aber da sieht das nicht so aus, als ob das Ding irgendwie beschädigt wäre. Dann mach doch einmal die Sicht nach hinten. Vielleicht erkennst du da. Ich die ganze Zeit schon. So.
Oh shit. Ah doch, okay, hat sich links die Platte ein bisschen abgefahren. Ja, okay, oh shit, okay. Komm, Vettel da ran. Alter, Alter, Vettel, nein, böse, nicht tun! Oh. Alter, wir liefern uns hier mal ein krasses Duell, ne? Oh ja, du musst rein in die Box, ne? Boxeneinfahrt, ja. Achtung, fiese Boxeneinfahrt dieses Mal wieder. Okay. Oha, da gehen aber jetzt schon viele in die Box rein. Na gut, ich denke mal, das ist das Optimal. Dings, diese und nächste Runde wird gleich sein. Fast. Und da das dann egal ist, ist das halt auch das, was die KI fährt. Ach, jetzt kommt die Meldung, Professor fährt an die Box. Ich bin gerade wieder auf dem Weg nach draußen. 3,7 Sekunden wieder. Oh. Haben Sie neue Verschlüsse an den Rädern, dass es länger dauert, oder was? Weiß. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Ja, mach ich. Alles klar. Benzinmäßig sieht auch alles gut aus. Plus zwei Runden. Das heißt, wir können nachher pushen. Ich bin hinter Quert auf 7 wieder rausgekommen. Okay, ja, der wird bestimmt gleich noch in die Box gehen. Jo, denke ich auch mal. Und er wird mir vielleicht etwas DRS zuschustern, damit ich vor Ricciardo bleiben kann. Deine Hinterreifen sind so kalt, die habe ich auch gerade erst gekriegt. Alter, diese Runde ist richtig gut. Ich bin fast eine Sekunde schneller als sonst. Nee. Aber da ich die nicht zu Ende fahren kann... Ja gut, egal, aber egal, du kriegst allein schon die Dings davon. Also den zeitlichen Gewinn, wenn du jetzt an die Box kommst. Ja, klar. Ich komme auch ohne DRS an meinem Vordermann vorbei, aber ja, danke Box. Ich bin an dem vorbei, bevor das DRS überhaupt aufgeht. Aber ich nehme das DRS sehr gerne mit. Och, eigentlich ging die Boxeneinfahrt sogar. Finde ja. Ich jetzt mal. Oh, da fährt der Rosberg wieder los. Wo ich gerade reinkomme in die Gasse. Ich bin jetzt langsam in der letzten Kurve. Ja, ich stehe jetzt. Okay, ich komme jetzt auf Start und Ziel. Moment, auf welchem war ich vorher? Ich war auf 5. Ja, ja, super, da musste ich auf Ricciardo warten. Ich bin jetzt durch. Aber durch den Stopp habe ich auf Ricciardo aufgeholt, habe ich das Gefühl. Oh, Quert ist noch draus geblieben. Gut, dass ich ihn überholt habe, ey. So, ich bin Dritter und ich habe, glaube ich, einen größeren Vorsprung jetzt auf Ricciardo als vorher. Na, auf jeden Fall ist Quert ja jetzt zwischen uns. Ja gut, der fällt ja noch an die Box. Aber der hält jetzt bestimmt erstmal gut ein bisschen auf. Das stimmt, das tut er tatsächlich. Ich habe schon 1,6 Sekunden Vorsprung auf ihn. Vielleicht kannst du das ja gleich zu deinem Vorteil nutzen auf der Langgeraden. Weil du wirst auch DRS kriegen. Ja, das ist gut möglich. Oh Gott! Lass halt nur bis dahin keine Scheiße bauen. Leichter gesagt als getan, du. Weiß. Na, ich glaube sogar, ich krieg gar kein DRS. Oh, da muss ich dich da ran. Ne, kann ich knicken. Da komme ich nicht ins Sekundenfenster. Obwohl? Vielleicht auch doch. Aber auch traurig. Ricciardo muss sich ja eigentlich einen Flügel gewechselt haben. Und dann ist er trotzdem noch schneller beim Stopp als ich. Oh, das wollte ich nicht. Ja, das kann sie ja gerne machen, aber ich wollte eigentlich hoch, hoch, links und nicht hoch, links, links. Ui, 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 ui. Das war nicht gut. Da ist der Ricciardo wieder hinter mir. Ja. Ja, wir sind auch beide an Quiert vorbeigekommen auf der Langgerade. Okay, aber du noch nicht an Ricciardo. Nee. Schade. Und in der Schnecke habe ich jetzt gerade richtig missgebaut. Vettel klebt mir wieder direkt am Arsch. Und Ricciardo ist bestimmt 2-3 Sekunden jetzt weg. Okay. Aua, 2,5. Ich habe 6 Sekunden Rückstand auf Rosberg und 3 Sekunden Vorsprung auf Ricciardo. Geht durch, würde ich sagen.
Alter Schwede, wie schlecht fahre ich denn hier gerade? Na gut, man muss sagen, es fährt sich auch anders, ne, mit harten Reifen. Oh ja. Wenn wir mal so ehrlich sind. Oh, oh, nicht drehen. Uiuiui. Oh Gott, Vettel. Rück mir doch nicht auf die Pelle hier. Oh, wie Ricciardo schon wieder näher kommt, ey. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, Vettel klebt mir direkt am Arsch und kriegt gleich DRS. Oh Gott. Bleib weg. Nein! Oh shit. Aber er bremst früher ab als ich. Ja, komm, war. Ich muss versuchen, irgendwie einen Vorsprung zu behalten auf Ricciardo. Okay, so nicht. Wie läuft's bei dir mit Vettel? Oh, klebt mir munter am Arsch. Aber seine einzige Überholchance ist eigentlich auf der Langgerade. Woanders lasse ich ihn gar nicht dazu kommen. Ich heb mal mein fettes Benzingemisch noch für die letzten zwei Runden auf, wenn ich mich gegen Ricciardo verteidigen muss. Ja, sorry, geht grad nicht. Meine Güte, die mit ihren Hinterreifen, ey. Ja, ne? Ich glaube, Codemasters hat sich gedacht, wir haben einen neuen Funkspruch implementiert. Das ist so eine Neuerung, der muss den jetzt auch mindestens dreimal im Rennen sagen, damit sich das lohnt. Dreimal? Ja, schön wär's, wenn es nur so häufig wäre. Ho! Uiuiui. Oh Gott, Vettel. Das willst du doch gar nicht. Ich sehe jetzt schon die Pfeile hinter mir. Oh! Ja, jetzt wird er an mir vorbeigehen. Da habe ich gar keine Schnitte. Obwohl? Nö, komisch. Er war einen halben Meter hinten. Nein, okay, einen halben Meter ist übertrieben. Aber er war direkt hinter mir und hat DRS bekommen. Kam nicht an mir vorbei. Sonst okay. Ist er 10 Meter hinter mir, bekommt DRS, kommt problemlos an mir vorbei. Ah. Oh. Ich habe manchmal das Gefühl, die KI traut sich auch nicht zu überholen. Alter, what the fuck? Ich komme nicht mal in die Nähe meiner Bestzeit. Ich auch nicht gerade. Ich war die ganze Zeit jetzt niedriger 1,43er. Meine Bestzeit ist eine niedrige 1,42,2. Ja, ich fahre meistens 1, um die 1,44 jetzt gerade. Okay. Ja, ich fahre meistens so 1,43,3, 1,44. Vor 1,44 fahre ich nicht, aber. Halt immer noch eine Sekunde von meiner Bestzeit weg. Ja, bei mir sind es ca. 2 Sekunden von der Bestzeit weg. Und das bei frischen Reifen. Was ist deine Bestzeit? Moment. Immer noch die 1,42,268 oder so was. 268, ja, das heißt, du bist auch noch eine schnellere Bestzeit gefahren als ich. Persönliche bis jetzt. So aus, als könnte ich mal wieder eine bessere Runde fahren als letztes Mal, aber ich würde es auch noch nicht beschwören. Eine bessere Runde als letzte Runde werde ich vermutlich auch fahren, nur. Ich meine, da waren Zwischenzeiten grün. Ja, bei mir ebenso. Allerdings nur um 0,2 Sekunden besser. Ja, ja, klar. Mehr habe ich auch nicht, aber. Also eine neue persönliche Bestzeit kann ich wohl knicken. Kommt der Vettel schon wieder? Nein, hör auf! Hör auf! Ja, Ricciardo fährt jetzt aber auch gut weg von mir. Also, den kriege ich auch nicht. 1,42,9. 1,42,691. Meine Güte, so eine gute Zeit habe ich lange nicht mehr gefahren. Meine Hinterreifen sind etwas zu kalt, da haben wir es doch wieder. Und meine Box sagt Ricciardo hinter dir, vielleicht schnelle Rundenzeiten. Er holt auf. Ach nee! Wenn er schnelle Rundenzeiten fährt, wird das wohl die Folge sein.
Alter, die Mercedes haben schon 10 Sekunden Vorsprung auf mich. Ja. Es werden von Runde zu Runde mehr. Ja, klar. Ich habe noch 2 Sekunden Vorsprung auf Ricciardo. Ich hatte. Bis ich Scheiße gebaut habe. Oh. Chris, du sollst ja auch keine Scheiße bauen. Das ist nur noch 1,4. Und er kommt näher und näher und näher. Ja, halt ihn mal ruhig noch ein bisschen auf, habe ich nichts gegen. Muss versuchen, Ricciardo aus dem Sekundenfenster zu halten. Obwohl, oh, das wird jetzt aber sehr schwierig. Schwierig bis unmöglich. Na, 0,982, ja komm. Jawohl, neue persönliche Bestzeit. 1,42,096. Aber mir war es eine 1,43 irgendwas. Ich hab grad nicht... Ui, aber das ist jetzt schon... Was hast du jetzt gefahren? Eine 1? 1,42,096. GZ. Oh, danke. Ich komm grad nicht so dazu, hier richtig zu pushen und schneller zu fahren. Ja. Also ich krieg's nicht hin, sagen wir mal so. Ricciardo muss trotzdem noch bessere Zeiten fahren als ich, weil ich komme kein Stück an euch ran. 4,5 Sekunden hinter euch. Vettel 0,666 Sekunden hinter mir. Gib dir nach dem Rennen auch ein Bier aus. Alter, wie Ricciardo einfach nur rankommt, ne? Oh. Ja, das denke ich mir auch gerade. Ah, scheiße, jetzt hängt Vettel mir schon wieder direkt am Arsch. Diese Runde ist für, war scheiße. Beziehungsweise diese Runde ist scheiße. Und Ricciardo wird jetzt wohl gleich zum Angriff ansetzen. Man kann aber auch nicht Fullspeed durch diese Schnecke durch, ey. Nee. Und das, obwohl die Ideallinie immer grün ist. Jetzt hab ich verkackt. Hallo, Vettel. Nein, Vettel! Böse Vettel! Oh Gott! Uiuiui! Da wäre ich beinahe in der Kurve rausgeflogen. Was ist bei dir passiert? Ricciardo habe ich überholt. Oh. Ich wollte mein Benzin wieder auf Standard stellen und habe den Dingspunkt verpasst, Bremspunkt. Ich bin voll gerade ausgefahren. Das ist clever. Ja, und das in der letzten Runde, vorletzten Runde. Ja. Aber ich komme auch nicht mehr an ihn ran, dafür ist er zu schnell. Vettel! Junge! Verwarnung, ich hab Podium weggeworfen, ich bin so ein Arschloch. Alter Schwede, Verwarnung, Kollision verschuldet. Boah, was ist passiert? Ja, ich fahr die Ideallinie, der drängelt sich rechts rein und hinter Stazzi kommt halt eine Rechtskurve. Und diesmal hat er halt nicht zurückgezogen. Meine Fresse, dieser Typ, ey. Ich sollte aufhören, mit dem scheiß Benzin rumzuspielen, das hat mich das Rennen gekostet. Boah, Alter, wie ich aber auch kaum noch Traktion habe hier in den Reifen, ey. Wie weit Ricciardo weg ist! Na gut, dann wird's halt ein vierter Platz. Na, bei mir wird's gleich nochmal spannend hier gegen Vettel. Oh, scheiße. Nein, 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 Vettel. Alter, wie scheiße fahre ich denn gerade? Es geht bei dir ab. Wow! Ist weit weg, ich sehe das nicht. Oh, 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 ne, ne, ne. Alter, what the fuck? Links Vettel, rechts Alonso. Scheiße! Alonso geht gerade dran vorbei. Aber... Oh, was macht der da? Der zieht auch schon wieder direkt... Nein, nein. Was? Warnung, Kollision verschuldet nochmal. Oh Gott. Und Vettel ist an mir vorbei nochmal. Oh. Nein! Oh, beide noch Platz an die Red Bull verloren, ey. Nein, wie ärgerlich! Oh. Sechster Platz! Gutes Rennen! Wieso freut er sich über den Sechsten? Das ist gerade scheiße! Verdienter vierter Platz, das war auch scheiße! Ich hasse China! Oh, so ein Dreck, ey! Oh ja. Ja, meiner ist zu Recht unglücklich. Ja, meiner auch.
Du hast das Podium weggeworfen, ich weiß doch auch nicht. Du hast das Podium weggeworfen. Du da, kümmere dich ums Auto. Ja, du. Ach, scheiße. Oh ja. Also jetzt ärgern wir uns schon, wenn wir Vierter und Sechster werden. Und jetzt Spanien, ey. Oh, nee. Gott. Das wird Wahnsinn, denn wir fahren nach Spanien. Gut, erstmal Session wieder verlassen hier. Oh ja, wie immer. Oh Mann, ey. Ich meine, Vierter und Sechster ist ja unterm Strich echt geil, aber es hätte Dritter und Fünfter werden können. Oh ja. Hey, aber ich bin Platz nach vorne gekommen. Jawohl, tatsächlich. So, gucken wir uns das Ganze mal richtig an. Und zwar der Weltmeisterschaftsstand nach 4 von 19 Rennen. Ich bin nach wie vor Dritter mit 54 Punkten. Sascha ist Sechster mit 28. Er ist damit vorbei an Raikkonen, der bei 22 bleibt. Alonso 16. Sascha jagt Vettel und Ricciardo. Die haben beide 38 Punkte und die jagen beide mich. Oh ja. Und in der Konstrukteurs-WM liegen wir weiter auf Platz 2 mit 82 Punkten. Mercedes weit, weit vorne mit 172. Und Red Bull ist nur noch 6 Punkte hinter uns mit 76 Punkten. Oh ja. Und die Hälfte davon hat Ferrari mit 38. Oh ja. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Fahrerstand und dem wunderschönen Williams im Hintergrund von Bahrain, ja, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Genau, ich ebenso. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wo wir uns in Spanien wiedersehen. Bis denn, Leute. Adios, amigos. Tschö.